alles sehr, dass Sie dabei sind. Bei Genial daneben. Und ich hoffe, dass ich heute viel Geld unter die Menschen bringe und dass Sie, die Sie gerade vom Fernseher sitzen, Fragen eingeschickt haben und heute rankommen. Das wäre nicht schlecht. Wir begrüßen heute illustre Gäste. Rüdiger ist auch mal wieder da, Georg ist wieder da. Ingo Appelt, einer der saubersten Männer im deutschen Fernsehen. Wenn er einen Mund hält, aber du kannst ja heute wieder zuschlagen, Ingo. Ich halte einfach die Klappe, dann ist gut. Natürlich. Nein, wir sind ja hier bei einem Privatsender, deswegen geht das alles. Und wir fangen vorne an. Erwin Selting kommt aus Heiden. Das liegt in Nordrhein-Westfalen. Und Erwin möchte wissen, was ist ein Euroloch? Das ist, was ich in meiner Geldbörse habe, wenn ich... Die Schweiz. Das, ja, die Schweiz ist ein Euroloch. Drumherum gibt es Euro-Länder, die den Euro haben, und die Schweiz hat ihn nicht. Die Schweiz ist ein Euroloch. Ja, weil da ist kein Euro. Da ist der Schweizer Franken. Der Fränkli. Schweizer Franken, hä? Kein Schauer, ein bisschen da. Ist das schon ein Loch? Euroloch. Das ist Euroloch. Ja, schwer, ne? Geht nicht schwer los hier. Ich glaube, für den Busch sind wir das alle. Ja. Natürlich. Das ist völlig klar. Das Euroloch. Sind wir denn schon mit... Der Osten. Der Osten ist das Euroloch. Da pumpen wir rein und pumpen rein. Oh! Ich bin, blub, blub, blub. Hilfe rufen Sie. Ich bin ein Euro, hol mich hier raus. Ja, schön wär's. Sind wir denn richtig mit der Fiskalpolitik? Schon. Nein. Gut. Aber hübsch. Aber ich glaube, ich weiß es. Also, ja. Soll ich es jetzt schon sagen? Ja, oder? Natürlich. Keine Zeit verlieren, immer raus. Naja, ist doch klar. Ich meine, das ist so beim Zigarettenautomaten, wo man dann die... Das nennt man Schlitz. Okay, ich meine, hätte man schneller drauf kommen können, aber... Wäre aber eher ein Euro-Schlitz, nicht? Als ein Euro. Aber ist auch nicht Fachsprache für eine Prostituierte? Ich dachte vielleicht auch. Das war eine böse Sendung. Na, denn, es würde ja Sinn machen, wenn es eine Prostituierte ist, die in mehreren Ländern arbeitet. Aber es ist etwas, wo die ihr Geld, wo man das Geld reintut. Es geht gar nicht um Geld. Es ging nicht um Geld. Es geht gar nicht um Geld, oder? Das weiß der ja gar nicht, der Mann. Euro ist ja auch Europa. Zum Beispiel. Ne? Also das Euroloch ist Deutschland. So. Weil wir ein Euroloch. Bangladesch Europas. Ein Euroloch. Das ist nicht... Vielleicht kommt es ja aus dem Bowling. Aus dem wen? Ja. Dieter Bowling. Nein. Euroloch. Hör auf, es ist... Er hat aber recht. Weil es ist tatsächlich aus dem Sport, es ist aus dem Golf. Oh. Das Euroloch ist kleiner als die anderen, weil da sitzt der Steuerbord drunter, ist alles voll, hier kann keiner mehr rein. Und da darf dann auch kein, oder? Meinst du, aus dem Sport kommt das Wort? Es kommt auf jeden Fall aus dem Sport. Es kommt aus der Bürokratie, wir haben doch alles genormt. Ja. Es gibt doch das Euro sowieso, DIN A4, DIN A5. Und das Euroloch ist ein genormtes Loch. Richtig. Der Locher. Beim Locher im Finanzamt zum Beispiel. Nicht beim Locher im Finanzamt. Bei der Feuerwehr. Aber die... Also ein genormtes, ein vom Euro-Statistischen Amt irgendwie genormtes, in Brüssel genormtes Loch, was für ganz Europa gilt. Und die Frage ist jetzt, du möchtest... Wo ist dieses Loch? Auf dem Golfplatz? Im Papier? Im Hefter? Im Gürtel? Im Gürtel? Nee, ich glaube, schnallen müssen. Nee, das muss sowas sein wie... Ich möchte gern wissen, wo es ist. Ich tippe auf sowas wie bei der Feuerwehr, dass nämlich alle Schläuche denselben Durchmesser haben und aufeinander passen. Aber welches Loch ist denn da genormt? Das ein Tunnel? Nein, kein Tunnel. Es ist kein Tunnel. Nein. Aber der Georg ist genau auf dem richtigen Weg. Es ist ein Papier. Ein genormtes Loch. Auch kein Gulli. Kein Gulli. Nein, das wäre ein Euro-Gulli dann. Also ein Euro-Gulli. Euro-Loch. Ist es etwas am Auto, um die Plaketten anzubringen? Es ist wahrscheinlich wieder so was völlig Banales in einem Ordner oder so. Also wie weit das auseinander sein muss. Nein, nicht in einem Ordner. Es ist was völlig Banales, absolut. Ist es das Loch, wo man reingreift im Ordner? Da was auch so Banales oder was? Ach, da außen dieses. Ja, das ist auch so ein Loch. Ja. Vielleicht, wo Sie gerade Banales sagen, denke ich an Bananen. Vielleicht kommt das aus der Obstsortier-Europäischen Vereinigung. Das gibt nämlich Normgrößen für Eier. Für Bananen gibt es Normgrößen, was die Krümmung angeht. Und vielleicht gibt es ein Normloch, dass da nur eine bestimmte Größe von Kartoffeln durchfällt. Ja, Herr Balder, und jetzt sind Sie dran. Ja. Und? Banales Loch. Nein. Vielleicht hat Herr Hoffmann gar nicht so unrecht, und das hat etwas mit Schlitzen zu tun. Parkuhren.
Nein. Also das Loch ist irgendwo. Der Georg war schon auf uns. Ganz richtig. Ja, Bürokratie. Wo? Haben wir das Loch schon gesehen? Ich denke mal, ja. Ich nicht. Doch, ja, auch du. Auch du. Das wage ich zu bezweifeln. Georg, auch du. Ich habe das Euro-Loch schon gesehen. Du hast es schon gesehen. Es ist ein banales Loch mit der Betonung auf dem B. So genau, wo man es ein banales, bürokratisches Loch. Es ist ein bürokratisches Loch. Ich würde nur gern wissen, in welchem Zusammenhang. Das würde ich gerne wissen, sonst kann ich es nicht gelten lassen, weil sonst ist ja albern. Da wird ja Erwin ziemlich sauer. Steckdosengröße. Ich glaube, es gibt so viele Löcher. Es gibt so viele Löcher, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Es gibt verdammt viele Löcher. Und Sie wollen uns auch nicht so den kleinsten Hinweis geben, indem Sie zum Beispiel sagen, das Loch, was man braucht, wenn man Hölzmer. Gut, wäre ein sehr guter Hinweis, gebe ich zu. Also wenn ich das sagen würde, wäre es ja Quatsch. Okay, ich sag's. Das Loch, was man braucht, Hölzmer. Wenn Ihnen das jetzt hilft. Es ist kein Loch in der Bürokratie. Ist es ein Loch in der Kleidungsindustrie? Es ist kein Loch in der Kleidungsindustrie. Ist es ein Loch in der Autoindustrie? Nein. In der Industrie. Ist es ein Loch? Ist es ein S? Ist es? Es ist ein Loch. Also in der Gürtelschnalle sind auch Löcher drin. Ja. Hat die genommen? In Verkehrsschildern oder Autoschildern? Nein. Ja, ich dachte, das sind so Schrauben. Es ist viel banaler. Fahnen? Viel einfacher. Viel einfacher. Viel das Euroloch. Wir kennen alle das Euroloch. Der Spion an der Tür, das Euroloch. Haha, ich sehe dich. Guck mal, jetzt artet ja eine Art Reihe aus, deswegen würde ich sagen, wir geben dem Erwin. Schloss, aber. Schloss? Ja, Schloss, wo man den Zylinder reinschiebt. Ach so. Genormt ist. Schloss! Schlüssel! Schlüssel! Loch zur Tür! Format! Kinder, ich zeig's euch einfach. Euroloch. Das sind die Aufhänger, die an Verpackungen angebracht sind. Der macht mich fertig. Die im Supermarkt hängen, auf so. Ja, die heißen Hölzeme-Plüsseme. Ich habe gerade ausgedacht, Herr Das Waldo. Ist das Euroloch. Erwin Seltig aus Heiden, 500 Löcher. 500 Euro. Das ist gut. Das gibt's doch nicht. Ich habe das... Gibt's doch gar nicht. Ich habe das dumme Gefühl, dass ich diese Löcher aber auch schon vor der Einführung des Euros in Supermärkten gesehen habe. Ja, aber mittlerweile sind sie alle gleich in ganz Europa. Echt? Vielleicht haben wir uns durchgesetzt. Es sieht ein bisschen aus wie das Underground-Zeichen von England. Das ist das Euroloch. Da ist Sesamstraße dran gehabt. Unfassbar, womit sich Leute alles beschäftigen. Alexander Dülberg kommt aus Münster und möchte wissen, was versteht man unter Organveredelung? Ja, ist doch klar. Jetzt bin ich mal gespannt. Also wenn ich so gut viel trinke, Schnaps und das bereichert die Leber, dann ist die hinterher mehr wert als vorher. Natürlich. Vor allen Dingen schwerer. Und wie ist es, wenn wir im Chablis? Nee, schon gut. Im Chemielabor mal wieder sind. Es gibt doch organische... Im Chablis-Labor. Im Chablis-Labor. Da hab ich doch lange gewohnt. Gibt es nicht organische und unorganisches? Ja. Quatsch. Anorganische. Hat's was mit Brustvergrößerung? Organveredelung. Zu tun. Aber schöner Name. Ja. Herr Doktor, ich hätte gerne eine Organveredelung. Ich denke so an 2.000 bis 3.000 Gramm. Pro Organ. Ja, dachte ich. Geht es denn überhaupt um Organe? Es geht schon um Organe, ja. Sonst wird es ja nicht Organveredelung. Und Organ- also reden wir denn von den Organen im menschlichen Körper, Herr Weiler? Nein, eben. Vielleicht war es. Pflanzen. Oh, wir reden von Pflanzenveredelung. Nein. Vielleicht ist es. Danke. Von der Pathologie. Ein Organ, was man ja kennt, ist ja das Sicherheitsorgan, die Polizei. Vielleicht hat man die Polizei damals veredelt, indem man ihr erlaubt hat, Damen aufzunehmen. Die wurde etwas edler. Ach, Sie rühren mich, aber jetzt. Ja, das hat jetzt zwar keinen Spaß gemacht, aber wenn Sie glücklich sind, freut es mich. Das war auch völlig falsch, aber schön gesagt jetzt auch mal. Also Organe, was gibt es? Also nicht Staatsorgane, Staatsorgane. Also nicht, wir haben ja nicht pflanzlich und also nicht das menschlich. Bräuchten wir dringend eine Veredelung also unserer Tier, Staatsorgane. Also Tier, Tierchen. Klar. Bleibt ja eine Schmerz. Sind wir beim Tier? Wir sind beim Tier, ja. Organveredelung? Ja, Organveredelung. Wir sind wieder bei Veterinären und die sprühen den armen Bullen irgendwas an die Klöten, oder was? Warum sollen die denen was an die Klöten sprühen? Weil es mir gerade so in den Kopf kam, Herr Balder. Aber das größte Organ beim Tier ist doch auch die Haut oder das Fell. Ja, und? Wenn man das jetzt veredelt. In der Zucht, Zobel. Oh, das heißt der Zucht. Also was heißt das Rasieren? Ja, normalerweise heißt das Rasieren. Stimmt. Also Organveredelung. Na, aber ist das wieder so was ganz Perverses? Wirklich so, hallo, Gänsestopfleber und so. Also, so ist pervers ist das gar nicht. Ich glaube, das ist sowas, wie wenn man irgendwie Tiere dazu züchtet, dass sie irgendwie Insulin mehr produzieren, was dann der Mensch benutzen kann. Wie denn? Ja, hey, weil das fragen Sie mich, Sie haben doch den Zettel da vor sich liegen. Wie man das macht, durch Genveränderung. Jetzt gucken Sie, ne? Nicht? Dem geht es denn um Genmanipulation, Herr Balder? Nein. Geht es denn um tote Organe oder lebendige?
Es geht um tote Organe. Ja. Um tote Organe geht es? Die werden präpariert. Der von Hagens kommt jetzt wieder, wenn du das in Plastik packst und sagst, Herr Veredelung. Ach so, die machen irgendwas, die machen mit irgendwas, damit man das besser zu Dosenfutter verarbeiten kann? Vielleicht ist ja, bevor wir das essen. Ja, das also die machen mit den Organen, die wir essen, also Leckernierchen, ja, der Leber und so. Okay. Ah, wenn man die Därme von den Würsten ausspült, von dem AA von den Tieren. Was ist dann? Dann ist das leckerer. Als was? Noch leckerer. Also zum Beispiel? Ja, also. Wie lecker? Als Wurst, Würstchen, Pansen. Pansen. Ja, genau. Richtige Antwort, das ja. Ist Stella. Ja, 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 ja. Ganz einfach. Es ist ganz einfach. Organveredelung nennt man die industrielle Bearbeitung der Innereien von Schweinen oder Rindern und Kälbern. Zum Beispiel, also die Schweinedärme werden gereinigt, damit man sie hinterher als Wurstfelle verarbeiten kann. Das ist eine Organveredelung. Der Scheiß muss raus. Ja. Das ist eine Organveredelung. Lieber im Winterschluss verkaufen. Der Scheiß. Alles muss raus. Es tut mir leid, aber Frau von Sinn hat's gewusst. Wir kommen zu Ina Giesen, sie wohnt in Krefeld und möchte wissen, was ist das Krefelder Kissen? Das Krefelder Kissen? Ja. Das kenne ich, hatte meine Freundin. Ich glaube, dass Herr Hoffmann jetzt uns die richtige Antwort sagen will. Ja, also das... Bleibt ganz ruhig. Das Krefelder Kissen. Ja, ich war mal in Krefeld und da war da so ein Kissen. Und da habe ich gesagt, ja, was ist das für ein Kissen hier? Ja. Ja, und da haben die gesagt, das ist ein Krefelder Kissen. Gibt's das nicht? Das Krefelder Kissen ist ein Berg, ein Naturereignis in oder um die Nähe von Krefeld. Wo genau? Hä? Ach, dann ist wieder die doofe Frage, wenn ich völlig falsch bin, ne? Die doofe Nachfrage. Ah, nee, doch nicht die doofe Nachfrage. Das Krefelder Kissen liegt im Prinzip nördlich von Krefeld. Wo liegt ein Kissen? In einer Fluss? Also Krefelder Kissen ist kein Naturereignis. Das ist es aber es ist in der Natur. Kein Ereignis, aber es ist in der Natur. Es ist, ja. Es ist ein Berg. Krefeld. Es ist sogar, wenn Sie wollen, ein Berg. Von mir aus auch das. Es ist eine Naturlandschaft. Krefeld ist doch die Stadt, wo die ganze Seide hergestellt wird. Mhm. Ist doch die Stadt der Seidenraute. Mhm. So, ja, ja, so. Da wird also das alles hergestellt. Das hat damit natürlich zu tun. Überhaupt. Das also wir kennen alles Krefelder Kissen, alle. Wir kennen das Krefelder Kissen? Alle kennen es. Also es ist alle. Etwas Architektonisches? Wir wissen nur nicht, dass Krefelder Kissen heißt. Es ist etwas Architektonisches, was in Krefeld also zum ersten Mal... Es war in Krefeld zum ersten Mal. Also architektonisch würde ich es nicht gerade aber sagen. Landschaftsgärtnerei. Auch nicht Landschaftsgärtnerei. Aber Forstbepflanzung. Schon gar nicht. Ist es groß? Was könnte es sein? Groß, man, ja, was ist groß? Kann man relativ, da so, also. Könnte man da so draufspringen? Oder? Fußballfeld. Da kann man draufspringen, ja. Ein Trampolin. Nein, ist kein Trampolin. Wie ist es denn mit sowas? Es gibt doch das Flussbett. Und wo sich ein Fluss bettet, möchte er ja auch bequem. Natürlich, ja. Das weiß aber auch. Das Krefelder Kissen. Wie heißt denn der berühmte Fluss in Krefeld? Ja, der heißt die Kref. Die Kref. Und ja, und die Kieselsteine. Ist es nicht am Ende der Rhein, der berühmte Fluss? Nee, doch. Also, ja. Krefelder Kissen. Nichts mit Fluss zu tun. Krefelder Kissen ist so groß, dass wir es nicht zu Hause haben. Zu Hause hat das keiner. Nein, weil niemand. Es dafür auch viel zu groß geht ist. Geht doch gar nicht. Eben, es geht ja nicht. Geht überhaupt nicht. Meine Rede. Wir wissen, was das ist. Wer interessiert sich denn für Krefeld? Ja, es heißt aber nun mal so. Wir kennen was in Krefeld und keiner weiß, was es ist. Aber ist es denn stofflich zumindest? Ist es irgendwas mit Stoff? Ist das ein Phänomen mit Luft und Wetter, was mit Luft und Wetter zu tun hat? Nee. Diese Inbrunst, ja, mit dieser Mann gerade angeekelt. Ja, also, ja, ich freue mich für Ina, dass... Das Krefelder Kissen ist eine Krankheit. Es wird ja hergestellt. Vielleicht Nein. ist das... Es wird nicht hergestellt? Bitte was? Es wird hergestellt. Es wird gemacht, ja, natürlich. Man macht aber nicht nur in Krefeld, das heißt nur Krefeld. Ja, ja, aber man würde sagen, oh, da hast du aber ein schönes Krefelder Kissen gemacht. Nein, das würde man nicht sagen. Glaube ich nicht. Also vielleicht doch, aber... Also es ist eine bestimmte Kissenform einfach. Eine bestimmte Kissenform. Die so groß ist, dass sie nicht ins Haus passt. Es ist ein Luftkissen. Wenn man sagt, ein Luftkissen, das ist ein typisches Krefelder Kissen, weil das auch nur Luft... Vielleicht, und na, also ich kenne nur, was ich kenne, vielleicht kommt es aus der Schlägerei.
Aus der was? Aus der Schlägerei. Aus der Schlägerei. Also es gibt ja den Schwitzkasten. Sich ja, aus. Ja, es gibt ja den Schwitzkasten. Vielleicht gibt es auch das Schwitzkissen und den Aber Schwitzkissen gibt es in der Tat. Ach so, so Blätter da. Ja. Aber könnte man ja zu Hause haben. Nein, das ist ja was, was in der Natur steht irgendwas, und Großes vom Menschen hergestellt. Es ist draußen. Ja, ja, es natürlich ist draußen. Ach, das sind die Kissen, wo die Leute runterspringen, bevor sie aus einem brennenden Haus, dann springt man in das Krefelder Kissen und sagt... Nein. Und sagt, oh, Wuff, doch, ist, doch keins. Ist doch keins. Ja. Schade eigentlich. Schade eigentlich. Ich würde es euch sagen. Ja. Na? Wir alle kennen diese Tempo-30-Zonen. Ja. Ach, die Dinger. Da sind die Krefelder Kissen. Ah. Das sind diese kleinen 5 cm hohen, ca. 3 Meter breiten Barrieren, wo man immer rüberfahren muss. Das nennt sich Krefelder Kissen, weil sie 1988 im Krefeld im Rahmen eines Pilotprojektes zum ersten Mal vorgestellt wurden. Ich wusste, dass ich das nicht mag. Die Dinger, die Dinger heißen aber nicht Krefelder Kissen, sondern noch so ein Scheißteil. Gut, Ina Gießen aus Krefeld, 500 Euro für noch so ein Teil. Wir kommen zu Anke Kreil. Anke Kreil wohnt in Berlin und hat eine sehr schöne Frage. Warum hat eine amerikanische Feuerwache eine Livecam mit Bildern aus ihrer Fahrzeughalle ins Internet gestellt? Die brennt. Die löschen die ganze Zeit, die Leute, wenn sie so gucken. Nee. Also es ist in der Halle, da stehen Autos drin, oder? Also, eine amerikanische Feuerwache hat eine Livecam mit Bildern aus ihrer Fahrzeughalle ins Internet gestellt. Die kann man sich dort angucken. Ich sage nachher auch eine Live-Cam Adresse oder wir blenden sie ein. Warum? Ich glaube, dieser Feuerwache geht der Ruf voraus, die wären ständig unterwegs und würden sich irgendwo volllaufen lassen. Und damit die Leute das Sicherheitsgefühl haben, dass die noch da sind, wenn es brennt, hat man sicherheitshalber diese Live-Cam. Die Leute gucken immer ein bisschen, ah, die sind noch da, alles in Ordnung. Ich kann zum Beispiel im Bett rauchen. Der hat es auch nicht mehr alle, aber... Also die haben eine Live-Cam. Ja, warum? Kann man sie angucken? Aus Eitelkeit. Also ich meine, diese Live-Cams, die stehen doch überall rum, wo Leute sich einen runterholen wollen. Also im Sinne von sich profitieren wollen. Das heißt, die löschen nackt. Das sind also die Nacktlöscher von New York, kann das sein? Mhm. Wo ist das? Diese Feuerwache befindet sich in Livermore in Kalifornien. Livermore. Ah, die wollen die Welt der Welt sagen, holt uns hier raus. Ich bin ein Feuerwehrmann, holt mich hier raus. Ja. Nein. Ja, aber vielleicht wollen die damit Geld verdienen. Ja, zum Beispiel. Das ist ja die Antwort. Warum? Die wollen damit Geld verdienen. Naja, weil die irgendwie nicht genug Geld bekommen. In Amerika ist es ja auch üblich, dass Feuerwehrleute sich gerne für so Kalender ausziehen. Die laufen ja sehr gut in Amerika. Aha. Ja, ich habe auch ein paar zu Hause. Das ist schon klar. Und vielleicht wollen die damit irgendwie Geld verdienen. Nee, aber das Ding kann man sich umsonst angucken. Also umsonst. Ja, ja, ich dachte vielleicht so mit Pop-Up-Werbung oder umsonst. Um Reklame zu machen für den Beruf, dass also Jugendliche das sehen und denken, geiler Thrill, ich will auch Feuerwehrmann werden. Aber dann könnten es ja andere Feuerwachen auch machen, zum Beispiel. Es macht nur speziell diese. Es macht nur diese. Und es macht auch nur Sinn, dass es diese macht. Es macht auch nur Sinn, dass es diese macht. Und die haben eben ganz tolle Autos. Die haben ganz tolle Autos? Feuerwehrautos. Feuerwehrautos? Und die sind, oh, die haben Kalifornien. Keine andere Farbe, die sind grün, oder? Ich schätze mal, die haben wahrscheinlich ohne Dach, also... Ohne Dach. Cabrios. Und ohne Schlauch und ohne Leiter. Genau, ohne Schlauch. Hat das was mit den Waldbränden in Kalifornien zu tun? Nein, eher nicht. Überhaupt nicht. Also, überhaupt nicht. Was sieht man denn da? Sieht man überhaupt die Feuerwehrautos? Die haben wahrscheinlich was irgendwas anderes. Was sieht man denn da als Jut? Die haben wahrscheinlich einen großen Ameisenhügel. Wegen Watt, wegen Meer. Sie sind beim Meer. Und Watt, ne? Ja, Herr Balder. Was sieht man denn da? Gefällt mir. Watt, ne? Es hat was mit Meer zu Watt? Tun, Herr Balder. Nein, man sieht kein Watt. Man sieht Strand. Hier, seien Sie ruhig betroffen, das ist in Ordnung. Ich kann damit umgehen. Geht es um das, was in der Halle ist, oder geht es was? Haben die eine große Glasfront? Man kann da rausgucken und sieht dann den Watzmann. Nee, nee, man sieht die Halle. Den sieht man was nicht. Ist ja egal, im Berg. Vielleicht dient es ja als Kontrollinstanz für die dort arbeitenden Feuerwehrmänner, dass die von zu Hause etwas kontrollieren können. Was in dieser Halle passiert oder wenn etwas Besonderes passiert, dass sie dann irgendwie ihre Sachen packen müssen. Wenn die so sehen, da passiert jetzt was, dann machen sie sich auf den Weg dahin und. Ja, aber weil er so doof reagiert hat mit Watt, findet er gut. Also vielleicht denkt er irgendwie an Wassereinbruch oder irgendwas, die steht an so einer komischen Stelle, wenn da irgendwie der Wasserpegel steigt, müssen die Autos da rausholen oder so. Das Watt war so gut? Das was war so gut? Watt, hat er gesagt, war gut. Watt war gut? Watt war gut. Watt! Er ist doch auch Elektrizität. Es hat was mit Elektrizität zu tun. Ah, es gibt, ich glaube, die Glühbirne. Lass mir einen Moment Zeit. Ich glaube, die Glühbirne, die allerlängste Zeit dieser Erde brennt, hängt in einer Feuerwehrwache in Amerika. Und genau das richtig ist Antwort. Ja! Ah! Oh ja, wieder auf.
Dennis. Ich will aber auch mal. Korrekt. Richtige Antwort von Bernhard Troika. Es handelt sich um eine Glühbirne, die rund um die Uhr brennt, und zwar seit 1901. Geil. Rund um die Uhr, um eine mundgeblasene 4 Watt Glühbirne. Das war damals der letzte technische Schrei. Hersteller Shelby Electronic Company und warb damals mit dem Spruch, dass diese Glühbirne ewig hält. Die brennt heute noch. Deswegen steht dieses, kann man sich angucken. Wir blenden jetzt mal die Adresse ein, meine Damen und Herren. Können Sie gerne mal gucken. Sehen Sie diese Glühbirne. Und auf Platz 2 ist eine Glühbirne, die brennt in einem New Yorker Geschäft seit 1912. Aber die längste brennt in dieser Feuerwache. Sehr gut. Die andere kann man sich auch angucken im Internet? Oder das weiß ich nicht. Kann schon sein. Aber hier geht ein Licht auf. Sehr gut, Bernhard Troika, muss ich schon sagen. Tut mir leid, Anke, aber Streber bleibt Streber und das ist... Beleidigen Sie mir nicht das Verbrechen, Herr Natürlich nicht, natürlich nicht. Wir gehen aber an Württemberg, kommen zu Frank Hemgesberg aus Westerstetten. Frank möchte Folgendes wissen. Was ist ein Fleckenplan? Ein Fleckenplan? Ein Fleckenplan. Ja, das ist ja bei der Bundeswehr, da muss man diese speziellen Flecken haben. Und die sind in einer bestimmten Anordnung, dass sie psychologisch richtig wirken, damit der Feind sich auch erschreckt, wenn man die sieht. Und dann muss man einen Fleckenplan haben. Richtige Antwort. Das stimmt aber nicht, ne? Das stimmt nicht, ne? Nee, hey, ne? Warst du mal gut? Ja. Der Zivi weiß sowas, ja. Wie schlimm ist das denn? Das ist ja geil. Tja. Exakt die richtige Antwort. Der sogenannte Fleckenplan legt bis ins Detail fest, nach welchem Muster bei der Bundeswehr Tarnfarben auf Militärfahrzeuge und Uniformen aufgebracht werden müssen. Es gibt normale Schablonen, die den Farbverlauf und die Größen der Tarnflecken definieren. Das ist so. Es war jetzt das Blödeste, Männer, was mir eingefallen ist. Männer. Deswegen. Männer! Ja. Frank, es tut mir wahnsinnig leid, aber da hat der Arbeiter selber nicht gerechnet. Das ist. Es ist alles ganz traurig. Ich glaube, du weißt das alles. Du tust nur so dämlich. Ja, ich bin im Prinzip. Bin ich ja. Es ist alles ganz fürchterlich. Ich werde gern unterschätzt. Ich werde gern gar nicht nett. Du tust nur so. Ja. Manfred Hilgers wohnt in Köln. Heute ist er in Hürth-Karlscheuren und sitzt im Publikum. Wo ist er? Manfred. Da unten. Hallo. Das ist riskant. Manfred, lass dich nicht beirren. Auch durch die Blicke nicht. Bleib ganz cool. Ganz money, ruhig. Money. Es geht um 500 Euro. Manfred hat eine schöne Frage und wir werden mal sehen, was passiert. Er möchte Folgendes wissen. Warum wurden zwischen 1982 und 1997 in einem New Yorker Theater zigtausende Kondome verbraucht? In einem Theater verbraucht die Kondome? Ja. Georg, das müsstest du doch wissen. Also, zwischen 82 und 97 wurden in einem New Yorker Theater zigtausende Kondome verbraucht. Warum? In einem Theater. Ja. Das hatte wahrscheinlich... Mit dem Theaterstück zu tun. Ich nehme es mal an. Das ist, entweder ist es... Es ist kein Pornotheater, nehme ich an. Nein! Nein, das gibt es ja in New York. Nein, es ist kein Pornotheater. Das ist ein Pornotheater? Das ist ja... Also das war ein Stück, was von 82 bis 97 lief. Richtig. Durchgehend, wie das in New York dann so üblich ist. Und ich nehme mal an, das war nicht on Broadway, wo sehr alte Leute aus Tennessee sitzen. Das kommt da nicht so gut mit den Kondomen. Wurden das war ein schmutziges, kleines Off-Broadway oder Off-Broadway. Also so klein und so schmutzig war es auch nicht. Haben die verbraucht oder kann man die hinterher noch benutzen? Man kann auch gebrauchte hinterher noch mal benutzen. Man soll es nur nicht. Nur man kann sie ja trocknen, das kenne ich auch. Trocknen vor allem. Ja, da gibt es eigentlich diese Stände, die kann man noch... Das muss ja irgendwas mit der Inszenierung zu tun gehabt haben. Natürlich haben die Leute da nicht während der Vorstellung gepimpert. Ne? Kann man mal von ausgehen. Das heißt, die fanden auf der Bühne statt, diese Kondome, oder sie wurden geworfen oder mit Wasser gefüllt, weil das Teil der Inszenierung so war. Vielleicht man benutzt ja Kondome zum Beispiel auch bei der Bundeswehr, das wirst du jetzt wiederum wissen, um die Gewehre zu schützen, damit da vorne kein Dreck reinkommt. Vielleicht gibt es, kann man die für irgendwas gebrauchen, man macht damit künstlichen Schnee oder künstliche Luftballons oder künstliche Kondome. Man kann die sich über den Kopf ziehen und mit der Nase aufblasen. Das habe ich schon gesehen in speziellen Kneipen. Ich fürchte, du hast das auch schon gemacht. Das ist lustig. Ja. Also ich gehe mal recht in der Annahme, dass diese Kondome nicht für das benutzt wurden, wofür man sie normalerweise kauft. Das könnte sein. Ja, man kauft sie nämlich, um seine Eltern zu erschrecken. Warum wurden denn diese Kondome als Requisit benutzt, Herr Balder? Als Requisit würde ich eher nicht sagen. Die gingen ins Publikum. Bitte wer? Die gingen ins Publikum. Gingen selbstständig ins Publikum, oder? Nein, aber die Kondome ja von alleine gehen jetzt nicht. Man vielleicht muss den schon hat geben. Hat vielleicht etwas damit zu tun, dass in dem Theater irgendetwas, ein Mechanismus defekt war, was man mit der,
mit diesen Kondomen repariert hat oder aber improvisiert hat. Zigtausende? Ich würde ansonsten, vielleicht hat man damit die Stuhllehnen überzogen, weil die... Ja, es ist eklig, aber ich meine, ich habe die Frage nicht gestellt, ne? Muss ich mal ganz klar sagen. Vielleicht haben, die Zuschauer mit dem Programmheft schon mal eins bekommen. Weil das was Performanceartiges war, mit Musik. Das Programm. Wir reden von einem Stück, ja, sowas wie Rocky Horror mit dem Reis, sowas in der Art Blue Man Group. Ja. Irgendeine Performance, irgendwie Stink sowas. Normales Stück. Stink, auch noch nicht mal Stink. Musik. Stink, für die Nase. Kennen wir also alle. Das Stück hat mit Kondom auch nichts zu tun. Stück kennen wir alle, hat mit Kondom. Aber so vielleicht von der AIDS-Stiftung irgendwie, dass wir gesagt haben, wir kennen alle dieses Stück. Wir kennen dieses Stück, also jetzt im Kondom oder... Darfst du uns das Stück sagen oder kriegst du dann Ärger von Nein, den das Herrn möchte ich euch nicht sagen, weil dann wäre es für euch vielleicht einfacher. Es hat mit dem Stück zu tun. Du warst wohl mal da in dem Stück, hä? Ja, toll. Okay. Ja, also. Wie viele Tausend hast du denn dabei? Zeig mal. Kannst du euch jetzt sagen, ob es ein Musical oder ein Theaterstück Musical. War? Ein Musical. Ein Musical. Kabarett? Nee. Was, ein Musical, was 15 Jahre lief. Zigtausende Kondome. Und 1982 der Premiere. Von 82 bis 97. Die genaue Menge ist nicht klar. Zigtausende kann man nicht. Wir würden es hochrechnen auf die Show. 82 bis 97. 15 Jahre. Die haben so einen Kondomregen gemacht. So anstatt Glitter haben sie so eine Art Kondomregen gemacht. Ja. Das heißt, am Ende des Stücks fielen da so die Kondome runter. Und die Leute haben gesagt... 82 bis 97, das war Cats. Das war Cats. So, stimmt das? Ja. So weit sind wir schon. Also die Katzen haben das, die haben das für die Kostüme benutzt, irgendwie, um, das war ein Teil des Kostüms, wegen Krallen, Kratzgefahr. Was? Für die Perücken? Für die Perücken? Ja, so über den Kopf und dann. Über den Kopf und dann die Perücke rauf. Ja. Nee, aber das, ich finde das mit den Kostümen nicht schlecht. Krallen. Man kann doch zum Beispiel durch so, wenn man Krallen, also dass die da die Krallen drin befestigt haben. Ja. Für ihre Kostüme. Ja, nee, haben sie nicht. Haben sie die Hand gezogen. Also jetzt ist aber eins klar, Cats ist ja auch für viele Kinder. Da wurde nicht im Publikum... Weil da ja viele Kinder saßen. Natürlich. Und Grisabella, wenn sie nachher Memories, hat auch nicht Kondom geworfen. Ich habe es ja gesehen. Ja. Das heißt, man konnte die Kondome ja nicht sehen, weil ich habe es ja am Broadway gesehen. Und da konnte man die Kondome nicht sehen. Richtig. Du konntest auch keins mitnehmen. Und es war auch ganz im Programmheft oder am Merchandising-Shop. Genau so. Das heißt, die waren eingearbeitet in das Bühnenbild. Nein. Über die Glühbirnen, in die Kostüme. Oder das war, ich meine, es war ein Musical, da spielen nur Schwule mit. Vielleicht haben sie die gebraucht, weil die alle während der, in der Gasse da immer was ein bisschen kommt was... Jetzt? Ja. Sag es nicht, Georg. Sag es nicht, Georg. Naja, ist eine Nummernrevue, konnte man ja länger abgehen. Aber das ist es auch nicht. Also, es war also wir sind ja schon so weit, dass diese Kondome einen bestimmten Zweck erfüllt haben müssen. Ja. Ich würde gerne wissen, welchen. Und dann haben wir es. Auf den Instrumenten, auf den Instrumenten des Orchesters. Warum das denn? Ja, die nicht so knallen. Das sieht doch scheiße aus, ein Kondom über einer Trompete. Aber es klingt vielleicht besser. Es klingt überhaupt nicht besser. Blasmusik halt. Aber... Also wir wollen das nicht so schwer machen für Manfred, ich gebe euch noch eine Chance. Oh, komm, da darf er aber mitmachen. Komm, wenn er noch eine Chance hat. Was schätzt du denn? Manfred bleibt da schön sitzen. Waren die geschmacksneutral oder? Bitte, was waren die? Geschmacksneutral. Ja, oder mit Noppen oder? Ob die geschmacksneutral oder mit Noppen? Ja. Also entweder benutzt man das, damit man damit ein Requisit baut, oder wir haben überhaupt keine Ahnung. Also, ich werde es euch sagen. Jetzt bin ich gespannt. Ich werde es euch sagen. Diese Kondome wurden benutzt, weil ein ganz bestimmtes Teil bei den Tänzerinnen direkt auf der Haut klebte. Und da sich Tänzerinnen ja, oder in dem Falle Musical-Darstellerinnen, ja sehr viel bewegen, schwitzen die ja dann. Und dieses Teil ist aber so empfindlich, dass dort keine Feuchtigkeit rankommen darf. Ich zeig's euch mal. Ich bin auf dieses Teil unglaublich gespannt. Es handelt sich um diesen Sender hier. Und die wurden in Kondome? Und diese Sender wurden in Kondome gepackt, weil die direkt auf der Haut waren, weil diese Sender keine Feuchtigkeit vertragen. Ja, sehr interessant. Sehr interessant. Das ist cool. 500 Euro für Manfred. Manfred. Geld ist Geld, nicht? Fragt keiner mehr hinterher. Das ist ein interessantes Hobby, womit du dich so beschäftigst in deiner Freizeit. Meine Damen und Herren, wenn Sie eine schöne Frage haben, dann können Sie uns die einfach schicken. Genial daneben, 50616 Köln. Oder Sie rufen an 01378 1120 oder einfach mailen fragen@genialdaneben.de.
www.kalau.de. Stefan Kalau kommt aus Tübingen. Kalau! Ja, das war mal schön. Hat er auch noch nie gehört. Neues aus Kalau. Nein, in dem Fall ein Neues aus Tübingen. Ja. Stefan möchte ja gerne wissen, was ist ein Verstopfungszuschlag? Ein Verstopfungszuschlag. Ja. Verstopfungszuschlag. Ich habe so etwas mal gehört, also nicht wegen dem Zuschlag. Da, doch, natürlich Zuschlag. Und zwar, bei den alten Bahntoiletten war das Problem, das fiel ja immer direkt runter. Und auch die konnten verstopfen. Und da habe ich in einer Talkshow mal einen Bahnmitarbeiter gesehen, der für die Reinigung dieser Röhren zuständig ist. Der meinte, im Winter würden die manchmal zufrieren. Und da müsste man unten mit extrem viel Druck und mit, man würde richtig da oben gegenschlagen, damit das dann auseinandergeht. Und dann platzt das raus und fliegt halt, das muss halt dann auch noch jemand sauber machen. Und gut. Ich habe damals auch auf andere Art und Weise mein Geld verdient, möchte ich kurz dazu sagen. Und der Zuschlag ist der Schlag, um die Verstopfung wegzubekommen. Nein, nein, das ist der Zuschlag, den die Fahrer, also die Bundesbahnbenutzer zahlen müssen, damit diese Sauerei wieder weggemacht wird. Im Winter heißt es Verstopfungszuschlag. Vielleicht ist, ja, das auch. Vielleicht ist es aber doch die menschliche Verstopfung. Wir sind ja jetzt bei Röhren, wenn es die menschliche Verstopfung ist, hier spricht ja wieder der Fernseharzt. ja. Vielleicht kassiert der Arzt diesen Zuschlag, weil da ja manchmal... Der Arzt den Verstopfungszuschlag. Ja, weil der beim Patienten, das ist ja nicht richtig schön, bei Einläufen und... Schönes Thema haben wir jetzt. Ja. Ja. Doch, vielleicht ist es ja auch nur eine Alternative zu Olynt. Ich persönlich neige ja sehr unter verstopften Nasen und es ist so... Geht das? Da muss ich schon zuschlagen, das stimmt. Alles falsch. Alles verkehrt. Verstopfungszuschlag. Sind wir im Verkehrswesen, Herr Balder? Verstopfte Straßen. Ich habe es. Ja. Verstopfungszuschlag ist die deutsche Übersetzung von Congestion Charges in London. Das heißt, in London hat der Bürgermeister Herr Livingston eingeführt, dass man mit dem Auto nicht mehr in das Stadtzentrum fährt. Da sind Induktionsschwellen in die Straßen eingebaut, um das Zentrum herum. Und wer in das Zentrum reinfährt, da wird das Kennzeichen fotografiert und 5 Pfund werden abgebucht. Na, da haben wir es doch jetzt nicht. Sie hat sich gemerkt. Ich weiß nicht. Aber ist es vielleicht dennoch, hat es vielleicht dennoch vielleicht was mit dem Verkehr zu tun und Anwohner an extrem verstopften Straßen, wo die Abgase besonders extrem rauspöttern, kriegen so ein paar Trosttaler? Ich weiß nicht, wer sollte das denn bezahlen? Freiwillig. Die Stadt? Denn die sind alle pleite und alle kein Geld. Es hat, aber das war jetzt, ich fand es unheimlich auch richtig, das was war ich sagte. Aber, ganz toll jetzt, Georg, aber leider falsch. Aber Verkehr ist denn, Verkehr ist zumindest so, dass man es sich lohnen würde, weiterzumachen? Denn noch alles? Komm, gibt da noch mehr? Straßen, Straßenbahn, vielleicht ist da... Also wir haben Verkehr, wir haben Röhren, wir haben Darm, was gibt noch? Was kann noch verstopfen? Fliegerei. Wir sind in der... Nee. Nasen hatten wir auch schon. Nasen hatten wir auch schon. Es ist eine Form von Verkehr. Ja, es müsste eigentlich verstopfen. Verkehr. Vielleicht ist das, wenn man einer Bügelfrau sein Hemd gibt und da ist ein Loch drin und die muss das stopfen. Dafür kriegt die ein Heiermann mehr, Herr Ball. Da war es ja länger. Aber das wird doch dann Stopfungszuschlag und nicht Fahrstopfung. Die fühlt sich aber wohler, wenn das irgendwie komplizierter klingt. Deshalb, die Frau, die das macht. Warum denn? Die finden, wenn man sagt, stopfen Sie mir das, man sagt, oh, das ist ja doof. Aber wenn man sagt, könnten Sie mir das verstopfen, dann sagt, oh, aber gerne, junger Mann. Was ist denn verstopfen? Gibt es nicht diesen Begriff des Verstopfens? Also ich meine jetzt nicht nur, dass irgendwas verstopft ist, sondern man kann auch irgendetwas verstopfen. Hat das was mit Frachtverkehr zu tun, dass man etwas besonders... Mit was? Mit Frachtverkehr. Ja. Also, dass man viele Güter irgendwo reinstopft in einen Container oder in einen Schiffsrumpf und es eben besonders vollstopft und dann muss man einen Zuschlag bezahlen als Transporteur? Das war jetzt schon alles fast richtig, nur das ganz Wichtige war genau Verkehr. Sag mal alles. Paulsen, wir bleiben. Fracht. Lastwagen. Wir bleiben bei den Schiffen. Ja, haben Sie eben die gesagt. Verstopfen, das sind die, da bleiben wir. Sind das die so verladen, oder? Die so verladen, die stopfen, die kriegen doch da, die müssen doch, das gibt's ja gar nicht mehr. Lass ihn doch mal kurz helfen. Das gibt's doch gar nicht mehr. Der weiß besser Bescheid als du. Ach so. Das weiß der nur selber nicht. Das war ja schon sehr richtig, nur das Entscheidende war genau Verkehr. Was hast du dann gesagt? Schiffe werden beladen? Genau, und ich habe gesagt, wenn bei Übergewicht oder so, also wenn die zu viel reinstopfen, wenn sie zu viel reinstopfen, dann muss der Transporteur mehr Kohle bezahlen, habe ich gesagt. Und er sagt, das Entscheidende war genau falsch. Wenn sie mehr reinstopfen, muss der Transporteur mehr Kohle bezahlen. Das ist ja unlogisch. Ja, vielleicht, ich glaube, wenn sie weniger reinstopfen, logischerweise. Dann muss er mehr Kohle bezahlen. Wer? Wenn er mehr reinstopft. Der stopft. Der das aufgibt, also ist der das sendet. Nein. Nein. Der Unternehmer, der es transportiert. Nein. Nein, derjenige, der reinstopfen muss, der Bestopfer. Quatsch! Hat es was denn, aber es hat auch nichts mit Fähren und PKWs zu tun? Nein, es war ja schon alles richtig, also nur das Entscheidende ist genau verkehrt. Jetzt ist das Schiff voll. Ja. Soweit sind wir schon. Ja. So, jetzt kommt eine Person A, sagt zu Person B, stopf mir den Container da noch rein.
Ja? Wer bezahlt? A oder B? C, würde ich sagen. C, bin ich. Oder C. Oder ist es C? Der Staat. Der Staat! Nein, ihr seid ja kurz davor, aber ich glaube, ihr kriegt's nicht, ne? Ja, das stopfen dauert. Was suchen wir eigentlich noch? Ich habe kurz den Faden verloren. Wir suchen, wir wissen genau, worum es geht. Wir wollen raus. Zuschlag. Ja, wir wollen jetzt raus. Ist das eine Steuer? Ist das eine Steuer? Nee, ist ein Zuschlag. Ist ein Zuschlag. Den zahlt der. Ach so, wer das Staat zahlt. Der zahlt. Also der Verstopfungszuschlag wird von jemandem gezahlt. Verstopfungszuschlag. So, aus. Fertig. Wir haben gewonnen. Nein, falsch. Also ich werde es euch sagen, weil ihr habt genau den entscheidenden Fehler gemacht. Schiffe ist ja richtig. Aber nicht B-Laden. Entladen. Entladen. Das ist der springende Punkt. Entstehen beim Entladen vom Schiffen längere Wartezeiten, wird bei der Frachtberechnung von Speditionen ein Zuschlag erhoben, der sogenannte Verstopfungszuschlag. Nicht B-Laden, Entladen. Haben wir doch gesagt. Hat er nicht gesagt. Stefan Carlo aus Tübingen, 500 Euro. Ja. Antonia Koch kommt aus Achim. Das liegt in Niedersachsen. Die kommt aus Achim. Gibt es, bei Bremen. Das ist in der Nähe von Hodenhagen. Nein, das stimmt. Hodenhagen ist glaube ich, mehr Richtung Lüneburger Heide. Ne? Ja, ist so weiter die Richtung dann. Ich glaube, es ist nicht weit von Stuckenborstel entfernt. Ah, ja. Ach, da weißt du Bescheid. Aber vorher kommt man noch über Teckentrop. Ja, natürlich. Muss man auch automatisch. Ja, muss man, ja. Wo war ich stehen geblieben? Ich glaube, das ist eher so, dass es keinen interessiert. Vielleicht mache ich es mit der Frage. Bei Achim waren Sie stehen geblieben. Bei Achim. Da kommt Antonia Koch her und möchte Folgendes wissen. Warum durften bayerische Kinder nicht zuschauen, als die Sesamstraße in Deutschland Premiere hatte? Weil die Tiere keine Klamotten anhatten. Weil bitte was? Weil diese Viecher keine richtigen Klamotten keine Hose an. Nein. Weil es da um Aufklärung geht. Der Kermit war Splitterfaser. Natürlich. Die hatten nicht viel an und dann kam noch ein Beitrag vielleicht über Sexualaufklärung. Mhm. Nein, aber der Bayerische Rundfunk hat von vornherein gesagt, das schadet unseren Kindern. Die fanden das viel zu modern und haben sich ausgeklinkt aus der ARD mit der Ausstrahlung der Sesamstraße. Nein, das war's nicht. Das war's. Also Sesamstraße wurde 1973 zum ersten Mal in Deutschland ausgestrahlt. Die kriegten das einfach nicht. Und der Bayerische Rundfunk hat sich ausgeklinkt. Warum? Hat er sich ja wirklich ausgeklinkt? Ja. Also als bewusst nicht ausgestrahlt. Bewusst, hat gesagt, ganz bewusst. Ganz da habe ich eine Theorie. Aber Herr Hoffmann hat auch gerade erstmal eine. Ja, ich bin gerade wach geworden. Ja. ich dachte so, vielleicht haben die gedacht, wenn die Kinder jetzt die Tiere so schön finden, dass sie dann Vegetarier werden. Und das wollten sie halt nicht. Nee. Ich habe eine andere Theorie. Das war gerade der Moment, wo der Bürgermeister Ohrzapft ist, das Oktoberfest eröffnet hat. Und das hat natürlich Priorität, die Live-Übertragung. Und da mussten sie die Sesamstraße aus dem Programm schmeißen. Ja, Alternativprogramm. Aber die hatten nicht zum Schutz der Kinder, sondern zum Unschutz. Es war also nicht zum Schutz der Kinder. Also man dachte zum Schutz der Kinder. Nein, man dachte nicht zum Schutz der Kinder. Nein, nicht zum Schutz der Kinder. Hat aber nichts zu tun. Nein, das hatte einen völlig anderen Grund. Also es hatte nichts mit dem Katholizismus und so zu tun? Im Prinzip nein. Im Prinzip nein, das hatte einen anderen Grund. Wir waren damals Ministerpräsident. Wer war denn der? 73 war der Franz. Wie hieß der? Der Dicke. Ach so, die haben gedacht, Bibo ist ein Strauß und haben gedacht, der Alte wird diffamiert. Nein. Ja. Genau. Nein, ja, hallo? Nein. Vielleicht haben da irgendwie Schwarze mitgespielt und die Bayern wussten bis dahin nicht, was das ist. Es gab eine offizielle Begründung des Bayerischen Rundfunk, warum die Ausstrahlung verhindert wurde. Das war 73. Das war der radikalen Erlass. Wir wissen ja, dass der Vatikan damals Einspruch erteilte wegen der Sendung mit der Maus, weil die Leute alle in die Kirche gehen sollten. Aber Sesamstraße kam doch immer 18 Uhr, ne, im Regionalfernsehen. Also nichts, nee, hatte damit nichts zu tun. Ich brauche von euch ein bestimmtes Wort, dann lasse ich es gelten. Also, CSU. Ja, Quatsch. Ja, wahrscheinlich. Aber, ja gut, aber das... Also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich überlege und überlege, aber ich... Komm mir aber vor, als käme ich gerade aus Oscar. Achim. Die wollten Oscar verhindern, damals schon. Sehr gut. Ja. Was kann in der Sesamstraße gewesen sein, wo in Bayern, und ich glaube, wir dürfen sagen, wo die CDU gesagt hat, das oben und unten. Ja, das ist hinten, das ist vorne. Vielleicht ist das ja auch das. Und Bayern ist immer unten. Vielleicht war das mit diesem, ist ein A kaufen. Ja. Oder es war Kraftzahl. Es hatte mit etwas Spezifischem zu tun. Also es ging überhaupt, dass Tiere sprechen. Nein. Nicht, dass Tiere sprechen. Überhaupt, dass für Kinder eine Sendung gemacht wird. Das didaktische Prinzip ist Lehren, dass dieser Telekollekt für Kinder... Auch nicht, dass für Kinder eine Sendung gemacht wird. Das war vielleicht ja nicht der Grund. Vielleicht die erste nicht-deutsche Sendung. Nein. Dass Puppen uns was beibringen. Nö, das haben die ja in Bayern schon seit Jahrhunderten. Ja.
dass die überhaupt so einfache Zusammenhänge irgendwie erklärt kriegen. Nein, es ging um eine ganz bestimmte... Ach, die haben erklärt, dass die Erde eine... Scheibe. Nein. Nee, eben nicht. Nein. Also ich werde es euch sagen, ihr werdet nicht drauf kommen. Der Bayerische Rundfunk hatte die Ausstrahlung mit der Begründung abgelehnt. Die soziale Situation der Sesamstraßenkinder entspräche nicht der Kinderwelt in Bayern. Zitat, wörtliches Zitat, bei uns gibt es keine unterprivilegierten Kinder. Punkt. Das war die Begründung. Deshalb boykottierte damals der Bayerische Rundfunk die Ausstrahlung einer der erfolgreichsten Kinderserien aller Zeiten. Das ist wirklich wahr. Das ist kein Witz, 1973. Antonia Koch, 500 Euro für Sie. Gratuliere Ihnen. Toll. Das ist doch schön, oder? Keine unterprivilegierten Kinder. Ja. Super geil, oder? Das ist schon und im 1 waren es alle unterprivilegiert. Das ist schon wahnsinnig. Ja, genau. Wir haben keine Unterprivilegierten, denn unsere sind nicht gebildet. Noch drunter. Ich hätte noch eine schöne Frage von Birgit Kopestenski. Schöner Name. Kopestenski aus Sindelfingen. Und Birgit möchte wissen, warum war der Kauf von ein paar Fahrkarten Auslöser für die Gründung der Berliner Philharmoniker? Was? Warum war der Kauf von ein paar Fahrkarten Auslöser für die Gründung der Berliner Philharmoniker? Ich habe neulich im Stern noch einen Artikel über die Berliner Philharmoniker gelesen. Die Berliner Philharmoniker gibt es seit 150 Jahren. Die Berliner Philharmoniker und die gibt waren es funzig. Seit 1882. Die waren, irgendwie waren die funzig und deswegen haben die sich dann zusammengerottet. Die waren funzig. Ja. Die haben ja schön. Wer war funzig und warum? Ja. Was ja, ja. ist funzig überhaupt? Was ist funzig? War das Furtwängler? Hieß der nicht Furtwängler, der das da... Nein, Furtwängler war noch später. Wer hat die denn gegründet? Nochmal her, hallo? Berliner. Es hatte einen ganz bestimmten Grund. Es ging also um die von ein paar Fahrkarten war der Auslöser für die Gründung der Berliner Philharmoniker. Warum? Ich kann euch noch sagen, dass die Tickets für eine Bahnfahrt gekauft wurden von Berlin nach Warschau. Nach Warschau? Mhm. Also die wollten da nicht mehr hin. Wahrscheinlich ist da irgendwie was zugegangen. Durften die nicht mehr. Was ist da zugegangen? Mhm. In Warschau. Grenze. Die Grenze. Die Mauer war später. 61. Ja, wir haben so lange gebraucht. 1882 war das. 1882. Von Berlin nach Warschau. Ja, und diese gekauften Fahrkarten waren der Auslöser für die Gründung der Berliner Philharmoniker. Warum? Das müssen Bahnfahrkarten gewesen sein, weil so richtig viel anderes öffentliches Verkehrsmittelwesen gab es nicht. Wir haben gewettet. Aber die Bahnfahrkarten waren ein Auslöser, ein großes klassisches Orchester zu gründen. Richtig. Da ist jetzt so bei meinen Synapsen irgendwas nicht in Ordnung. Bei wem? Also hier oben so. Ach so, ja. Ich meine nicht über Haare, ich meine darunter. Also die wollten nach Warschau fahren. Ja. Die haben gesagt, ja, ihr könnt bei uns so ein Orchester gründen. Da haben die gesagt, ja, okay, aber dann müsst ihr die Fahrkarten zahlen. Und dann haben die das gemacht. Ist jetzt ein bisschen schwierig zu verstehen, aber... Ist ja auch eine schwierige also Frage. Also ich werde es euch mal sagen einfach. Ja, bitte. Es handelt sich genau um 50 Musiker. Diese 50 Musiker hatten keinen Bock mehr auf ihren krankhaft geizigen Kapellmeister. Das war ein gewisser Benjamin Bilse, so hieß der Mann. Und das war das Orchester von Berlin, so nannte sich diese Truppe. Und für ein Konzert in Warschau sollte das Orchester von Berlin dorthin fahren. Und Herr Bilse hatte wie üblich die billigsten Tickets gekauft. Die vierte Klasse, die gab es damals noch. Stehplätze. Und das war dann der berühmte Tropfen. Das hat er aber vorher schon auch schon gemacht, immer. Das war der berühmte Tropfen, der es fast zum Überlaufen brachte. 50 Musiker haben gesagt, es reicht, sind nicht mitgefahren oder sind doch mitgefahren und sind dann hinterher ausgestiegen und haben gesagt, es reicht, das lassen wir uns nicht mehr bieten. Vierte Klasse wollen wir nicht mehr fahren, wir gründen unser eigenes Orchester. Das war die Gründung der Berliner Philharmoniker. Ja, sehr weil schön. Herr sehr Bilse schön. So geizig war. Birgit Kopestenski aus Sindelfingen, 500 Euro für Sie. Wahrscheinlich. Als die Fahrkarten gekostet haben damals. Ja Mensch, das ist doch wunderbar. Wir haben ja richtig viel Geld unter die Leute gebracht heute. Ja. Du hast aber auch scheiße. Naja, also zwei Sachen hat er also richtig schön gewusst, auch schön schnell gewusst, aber es war schwer, ne? Ja. Ich mache schwere Fragen. Finde ich gut. Ja. Ja, es ist ja auch eine intelligente Sendung. Ne? Jetzt muss ich nur noch intelligente Leute kriegen, dann wissen wir. Wir passen zum Moderator der Saison. Vielen Dank, Herr Hohecker. Das war genial daneben. Schönen Sonntag.